Sowohl national als auch international beherrschen politische und gesellschaftliche Turbulenzen derzeit die Schlagzeilen. Umso mehr gewinnt politische Bildung an Bedeutung. Aber welchen Stellenwert hat politische Bildung an Deutschlands Schulen und wo besteht Handlungsbedarf? Diesen Fragen widmete sich die Berliner Professorin Sabine Aschur. Im Sommer diesen Jahres veröffentlichte sie ihre Studie »Wer hat, dem wird gegeben«. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte sie in Auftrag gegeben. Am 3. September veranstaltete die Stiftung im innerstädtischen Gymnasium Rostock eine Podiumsdiskussion zum Thema. Wir haben eigentlich sogar ein ganz zentrales Ergebnis in der Studie, dass eigentlich die SchülerInnen, die schon von zu Hause aus eigentlich relativ umfassend politisiert sind und meistens in Elternhäusern groß werden, die auch darauf achten, dass man das Gymnasium besucht, dass man Abitur macht, dass eigentlich die SchülerInnen besonders viel Angebote von politischer Bildung bekommen. Rund 3.400 Schüler von bundesweit 99 Schulen, darunter auch Berufsschulen, haben an der Studie teilgenommen. Nur der Freistaat Bayern beteiligte sich nicht an der Befragung. Den Fokus legte Professorin Aschur auf die Jahrgangsstufen 9 bis 13. Sie untersuchte die Voraussetzungen der Schüler, Umfang und Umsetzung der Politikangebote, politisches Interesse und die Einstellungen der Probanden. Insofern finde ich, dass politische Bildung eben nicht ein Thema ist, erst ab 9. Ich finde es ab der Kita wichtig. Und Demokratie brauche politische Bildung, das Wissen um Systeme, globale Zusammenhänge und Möglichkeiten zur friedlichen Konfliktlösung. Das sieht auch Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin so. Sie äußerte sich auch zur aktuellen AfD-Kampagne für eine neutrale Schule, Kinder nicht indoktrinieren. Die AfD zweifelt damit die Neutralität des Politikunterrichtes an. Das Neutralitätsgebot gilt an unseren Schulen und das heißt, es darf nicht indoktriniert werden. Kinder dürfen nicht parteiisch überredet werden zu irgendwelchen Meinungen. Aber Kinder müssen sehr wohl und Jugendliche sich mit kontroversen Debatten auseinandersetzen, diese in den Schulen führen. Und Lehrerinnen und Lehrer sind auch aufgefordert, ihre Meinung zu sagen. Sie müssen sie nur gut begründen und sie dürfen die Kinder nicht überreden. Insbesondere Gymnasiasten gaben in der Studie an, sich sehr für Politik zu interessieren. An Gymnasien gibt es auch die meisten demokratiebildenden Angebote. Das bestätigen die Erfahrungen des innerstädtischen Gymnasiums Rostock. Mit Projekten wie zum Beispiel dem Planspiel Baltic Model United Nations, kurz BALMUN, werden Jugendliche für Politik begeistert. Das merkt man schon, dass da oftmals die Forderungen auch von den Schülern kommen, können wir über dieses oder jenes Thema sprechen, was gerade aktuell ist. Ansonsten kriegen wir für unsere Projekte, denke ich, sowas wie BALMUN, was wir hier machen, durchaus positive Resonanz auch von den Schülern. Die sind gern dabei, die kommen auch in ihrer Freizeit dazu, um an diesem Projekt mitzuarbeiten und dann ist das eigentlich das beste Statement dafür. In anderen Schulformen werde die Befähigung zur politischen Teilhabe deutlich weniger vermittelt. Politische Bildung an deutschen Schulen ist ein elitäres Angebot, für Aschur ein Armutszeugnis. Gerade diejenigen, die sozial und kulturell ohnehin schon benachteiligt sind, müssten bessere Angebote der politischen Bildung erhalten. Das müsse bundesweit auf der politischen Agenda stehen, um nicht die Demokratie als Ganzes aufs Spiel zu setzen.